Wir testen heute mal ein neues Produkt. Also es gibt einen neuen Lack auf dem Markt. Der nennt sich Time Clear 94 von Crystal Coatings. Das Besondere an dem Lack ist, dass er bei 20 Grad wohlgemerkt, nach 12 bis 14 Minuten, beziehungsweise wenn man jetzt einen schnellen Härter nimmt, nach 9 bis 11 Minuten staubtrocken ist. Nach 20 bis 30 Minuten bereits kann man ihn anfassen. Und nach 60 bis 70 Minuten ist er polierfähig. Und das wohlgemerkt bei 20 Grad. Bei 40 Grad verkürze ich die Zeit dementsprechend nochmal. Also das Antrocknen, also Staubtrocknen 6 bis 7 Minuten. Und also handelbar 15 bis 20 Minuten und polierfähig zwischen 35 und 40 Minuten. Was auch noch besonders dran ist, es werden zwei Spritzgänge aufgetragen. Man muss nicht mehr zwischenlüften, also man kann direkt nach dem ersten Spritzgang den zweiten auftragen. Was natürlich auch wiederum eine Zeitersparnis bedeutet aber auch, dass es eben für Ganzlackierung oder größere Flächen nicht so geeignet sind, aber darauf zielt der Lack ja auch nicht ab, sondern immer so auf Teillackierung, Beilackierung oder eben für den Airbrush-Bereich besonders geeignet ist, weil er extrem schnell anzieht und polierfähig ist. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, nur Kleinteile lackiert oder eine Teillackierung macht, wie was weiß ich, ein Kotflügel, eine Tür oder irgendwo was beispritzt, braucht man jetzt nicht mal die Kabine lange aufzuheizen, was ja auch dann dementsprechend eine extreme Kostenersparnis ist, weil Heizkosten ist ja ein wichtiger Faktor. So, und dieser Lack, der wird 4 zu 1 zu 1 angemischt. Das haben wir jetzt schon mal vorbereitet. Wir haben jetzt hier noch eine Musterplatte, da ist also ein konventioneller Klarlack drauf, schon einmal. Der wurde mit 2000er Papier geschliffen. Das ist so ein Lackmuster mit so Effektlacken drauf. Weil das Besondere an dem Lack ist, dass man auch nicht keine Beispritzverdünnung mehr benötigt. Das werden wir dann auch gleich mal testen. Also wir haben jetzt hier, ich habe jetzt mal das so eingestellt, dass wir hier genau 20 Grad haben. Ich zeige das jetzt mal. Und dann werden wir mal diese Zeitabstände, die angegeben sind, einhalten und mal gucken, was dabei rauskommt. So. Also der ist jetzt mit 2000er Papier angeschliffen. Ich werde jetzt einen Teilbereich davon abdecken, damit ich nur einen Teil spritze und das dann hinterher später die komplette Fläche polieren, zum gucken, wie die Übergänge werden, ohne jetzt, sagen wir mal, eine Beispritzverdünnung zu verwenden. Und das werden wir jetzt einfach mal testen. So, jetzt wird es gleich, ich habe jetzt die Farbe, wie gesagt, schon angemischt. Also wenn sie angerührt ist, dann hat die Potlife-Zeit, also praktisch die Zeit, wo man den angemischt noch verwenden kann, so 2-2,5 Stunden. Angegeben sind 3 Stunden, aber da würde ich dann eher ein bisschen kürzer tendieren, bis der anfängt zu reagieren, weil man ja in der Regel doch kleinere Mengen anmacht. Jetzt gerade im Airbrush-Bereich oder Spot-Repair-Bereich braucht man ja keine großen Mengen, sondern mischt dann kleinere Mengen an und dann reagiert es wahrscheinlich etwas schneller. Man kann das natürlich wiederum ein bisschen verzögern, indem man das zum Beispiel kühler hält, die angemischte Farbe, bevor man sie verwendet. So. Und das werden wir jetzt einfach mal testen. So, ich reinige jetzt die Fläche natürlich im Vorfeld wieder mit Silikonentferner, was fettfrei ist. Jetzt wird es gleich dann ein bisschen lauter, weil ich dann die Abluft einschalte. So, wie man hört, läuft jetzt das Abluftgebläse.
reden, ist also ein bisschen lauter. Ich habe jetzt die Hälfte schon mal wohl abgedeckt und starte jetzt praktisch erst in diesem Bereich. Das erste Mal fahre dann hier rüber und ziehe gleich das zweite Mal noch hinterher. Hier Bereich über in der Klasse. Halte ich dann weg und spritze dann noch ganz eben den Übergang da, zum später ausprobieren. So, erstmal abstauben. Gleich im zweiten Gang hinterher. So, jetzt sind 15 Minuten um. Wir haben hier am Rand extra Klebestreifen, die können wir probieren. Also ist tatsächlich staubtrocken. Das ist echt der Hammer. Ja, ist schon, kann man schon fast anfassen. Und ganz vorsichtig auf der Fläche. Aber ich kann es schon ganz leicht über die Fläche fahren, ohne dass es klebt. Nach exakt 15 Minuten. So, jetzt warten wir mal ab. Also, das scheint mir sogar noch schneller zu sein wie angegeben. Und wie gesagt, also wir haben hier nach wie vor nur noch exakt 20 Grad. Es gibt keine Kratzer. Nach 15 Minuten. Ja, jetzt warten wir mal die Akkuzeit ab. Und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt sind 40 Minuten um. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, im Licht, ja, nix. Ja. Da sieht man noch, da ist das Matte geschliffen. Und da, ich kann richtig drauf drücken, nichts zu sehen. Das ist ja schon fast polierfähig. Temperatur ist jetzt ein bisschen minimal hochgegangen, also ist jetzt bei knapp 21,5 Grad, also ganz minimale Abweichung, aber gut, wir haben ja auch ab und zu mal ein bisschen Sommer. So, jetzt sind ungefähr nicht ganz 90 Minuten um. Jetzt machen wir einen Härtetest und schleifen gerade noch ein bisschen Staub raus und polieren das dann mal. Und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis aussieht. So, die Fläche wurde mit 3 und 4000er Papier geschliffen und dann mit einer 3M Politur poliert. Anfangs mit einer Filzscheibe, das war nicht ganz so gut. Also da sollte man dann besser auf eine orange Schaumstoffscheibe ausweichen und mit relativ wenig Druck arbeiten und dann ist das eigentliche Polierergebnis perfekt. Also hier hatten wir ja den neuen Klarlack und hier war der alte. Und was festzustellen ist, dass der neue Klarlack, der lässt sich nach 1,5 Stunden besser polieren wie ein herkömmlicher Klarlack nach 1,5 bis 2 Tagen.
Also das ist schon sehr erstaunlich. Ne? Also man muss jetzt tatsächlich die Ränder, also wenn man jetzt ganz genau mit der Lupe hingehen würde, dann würde man noch ganz minimal so leicht das, also von der Oberfläche her, dass sich ganz minimal der Übergang abzeichnet. Aber es ist wirklich ganz minimal. Also ein Laie sieht es mit Sicherheit nicht mehr. Und also dafür, dass es nicht ausgeblendet wurde, ist es eigentlich ein perfektes Polierergebnis bzw. Lackierergebnis. Also der Lack ist wirklich spitze, muss man sagen. Vor allen Dingen in der kurzen Zeit, dass man schleifen kann, polieren kann, und das Polierergebnis hat weniger Hologramme wie ein 2 Tage alter Lack. Also ein normaler 2 Tage alter Lack. Also es geht wesentlich einfacher zum Polieren. Also wunderbar, top Produkt.